Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2017. Mein Name ist GTA Rambo und wir sind hier am Abbauen schon wieder und werde den jetzt hier mal leer machen, den Mähdrescher, und werden auf unseres Feld fahren, das wir ja frisch gekauft haben. Dort ist nämlich auch noch ein Maisangebot. Wir werden da dann voll abmähen, abernten. So, und hier das Rohr wieder einfahren. Dann fahren wir mal mit dem hier runter. Ja, was ich jetzt noch in dieser Folge auf jeden Fall machen möchte, ist noch mal einen Hänger zum Kaufen, noch mal so einen kleinen Hänger. Und dann können wir nämlich mit unserem Häcksler, den wir gekauft haben, können wir auf jeden Fall mal ein paar Bäume wieder umsägen und die gleich verhäckseln. Dann können wir nämlich mal ein bisschen Häckselgut verkaufen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und hier voll auf jeden Fall abernten. Und dann die BGA, die ist soweit leer geschaufelt. Den habe ich auch schon wieder, den Fendt habe ich schon wieder hier am Hof, den nehmen wir dann nachher auch zum unserer Forstwirtschaft dann quasi weiter betreiben. So, dann machen wir den jetzt hier. Können wir hier ein paar über unseren Helfer. Dann schalten wir hier um auf den hier. Den können wir Abfahrer entlassen. Dann müssen wir nämlich hier noch mal einen Kurs einfahren. Und hier gleich sagen, Stopp. Kursaufzeichnung beginnen. Fahren wir hier einmal rum. Hier quasi in unser Silo rein. Rüber. Hier quasi Stopp. So, und dann können wir das. Hier ist Feld Nummer 19. Können wir hier sagen. 19 zum Hof. So. Und speichern. Machen wir hier mal aus. Laden den Kurs neu. 19 zum Hof. Dann hier unseren Dinger ist noch eingestellt, genau. Unser Mähdrescher Abfahrer einstellen. Genau. So, und der hier ist hier, und dann können wir hier auf jeden Fall uns einen Kipper kaufen, hier Kipper, wo ich nochmal so einen kleinen hier kauft für 9000, und den Ratschetub machen wir Standard, kaufen, ja, okay, zurück, dann haben wir hier unseren Kipper, dann machen wir hier entlassen. Dann fahren wir hier rüber, hängen unsere Kipper an und dann können wir den hier weiterfahren lassen. So. Dann hier mal aus. So. Hier
ankoppeln. Dann Fahrer einstellen. Der müsste jetzt rein theoretisch automatisch bis zum Hof fahren. Genau. Dann können wir hier mal auf jeden Fall den hier. Können wir hier in Stellung bringen. So. Machen wir dem hier, dass wir hier fliegen. Genau, dann kann der hier jetzt fliegen. Dann haben wir den hier noch übrig. Der ist ja am Main. Der wartet, der fährt. Dann muss ich sagen, dann können wir den hier mal vorbereiten. Stellen wir hier mal unsere Schaufel ab. Dann machen wir nämlich hier unser Ding hin, unseren Reifer. So, da haben wir den hier. Was wir dann demnächst auch noch brauchen, ist auf jeden Fall mal ein Kocher zum quasi unser Fahrzeug mal sauber zu machen. So, jetzt hängen wir den hier an. Jetzt hoffe ich, dass man hier noch einen Hänger hinmachen kann, aber so sieht nicht so aus. Hier mal Häcksler aufklappen mit X. Häcksler und Rohr ausfahren. Häcksler anschalten. Der ist genau hier angekommen. Können wir den hier entlassen. So. Dann fahren wir mit dem hier Plane öffnen mit N. Fahren wir mit dem hier mal neben uns den Häcksler hin. Genau. Können wir hier mal aussteigen. Dann ist das wahrscheinlich zu schwer. Wenn es geht. Hallo. Hallo. Okay. Geht's.
mir das auch nicht so wirklich, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das ist auf jeden Fall, geht's einigermaßen. Muss man halt hier ein bisschen rumprobieren. So. Gut. Haben wir hier jetzt nichts mehr, oder? Können wir den jetzt mal abschalten? Können hier oben mal hinfahren, weil hier oben sind doch auch noch einige. Genau, hier haben wir auch noch einige. So, was macht der hier? Er erntet, er wartet. Genau, dann können wir mit dem da hochfahren. Und so wie ich sehe, sind wir auch schon wieder Ende einer Folge. Ich glaube, das klappt jetzt hier einigermaßen mit dem Häcksler. Fahren wir hier daneben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Landwirtschaftssimulator 17. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar, Kritik und natürlich auch Lob in die Kommentare. Bis dann, euer GTA Rambo.